Ja, ansonsten war der Montag halt ein Montag. Aber die Woche zählt ja sowieso nicht, weil das ist meine letzte Wirst Woche vorm gebraucht. Urlaub. Hättest du. Ja. Letzte Woche vorm Urlaub. Und das ist dann sowieso ja so ein bisschen was anderes, ne? Da geht man ganz anders auf Arbeit, wenn man weiß, man hat dann frei 2 Wochen. Da freue ich mich sehr drauf, tatsächlich. Okay. Ich hoffe, dein Montag war aber auch okay, Nico. Ich habe nur auf Discord irgendwas gesehen. Du hast wieder genug vom Internet. Ich habe heute auch mal so ein bisschen, also jetzt im Wartezimmer, so ein bisschen auf Twitter rumgeschaut. Auf der nicht ich folge Liste, sondern auf der wird dir vorgeschlagen Liste, um Himmels Willen, was ich dort gelesen habe. Nee, schlimm. Schlimm, 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 schlimm. Wenn du das sagst. Klar, hab alle abgeschüttelt. Brauchst du Unterstützung? Das bringt nichts. Los geht's. Und wir sind die Gespräche mal abgehakt hier, oder? Ich fange einfach an, irgendwas zu reden und ich weiß gar nicht, warum. Naja, egal. War okay, war viel zu tun. Aber viel zu tun ist ja eigentlich nicht so schlecht, weil vielleicht vergeht der Tag. Ich versuche es dann immer so zu sehen, wenn so viel zu tun ist. So, den hat man, glaube ich, auch noch nicht in unserer Liste hier. Oh, ich dachte, hier geht's lang. Wie sehe ich eigentlich irgendwo? Wie viele Missionen ich schon gemacht habe? Nee, ne? Ich würde halt gern irgendwie mal rausfinden, wie weit ich in der Geschichte bin. Also ich meine, werde jetzt noch nicht ultra weit sein, aber vielleicht gucke ich heute mal nach dem Stream, wie dann unsere aktuelle Hauptmission heißt. Wie weit ich da bin. Ja, Story. Ja. Der GPS-Verlauf des Spider-Bots, den wir bergen konnten, hat regelmäßig diese Koordinaten angepingt. Unser geheimnisvoller Zeuge, der echten Bombenleger, muss mehrmals zu diesem reizenden, feuchten Ort. Haftbefehl an alle Wachen von Albion. Sie halten hier mit dem Befehl, Gloria Ganton festzunehmen. Nee, ich spiele über den PC tatsächlich. Ich habe das jetzt am PC ja eingestellt mit Grafik und so und das hat ja gut funktioniert. Da fällt mir ein. Wartet mal, ich muss mal kurz raustappen. Ich muss den Task Manager noch anmachen. Dass ich das wieder im Blick habe. Temperaturtechnisch und so. Ich habe das ja runtergestellt und dann geht das ja jetzt über den PC ganz gut und da spare ich mir jetzt immer das Hin- und Hertragen von meiner PlayStation, weil ich die hier nicht stehen lassen kann. Ich habe hier keinen Platz. Deswegen muss ich die sonst immer hin und her tragen. Weiß, an der PlayStation hat man ja mittlerweile so eine coole Anzeige, wie weit man ist, aber ich weiß auch nicht, ob ich das bei Ubisoft sehe. Ich gucke dann einfach, was wir dann für eine Hauptmission gerade machen und wie. Es gibt ja dann immer diese Anleitungen, ne, wie du durch das Spiel kommst. Und da steht ja meistens da, wie viele Missionen man hat, wie die alle heißen. Und dann kann ich ja ungefähr abschätzen, wie weit ich bin. Sein. Hier kommt keiner zufällig vorbei, so viel ist sicher. Der perfekte Ort, einen terroristischen Angriff zu organisieren. Wäre auch geeignet, um diskret eine Leiche in die Themse zu werfen. Und wie kommen wir rein? Ich erfasse ein Überwachungsnetzwerk, das etwas unter dieser Brücke bewacht. Wenn du es hackst, kannst du vielleicht reinschauen.
ist das hier alles, die Falle? Sieht aus, als hätte ein korrupter Cop hier unten ein Lager eingerichtet. Wenn Albion durch deinen Arbeitsplatz marschieren würde, würdest du auch ins Homeoffice gehen, oder? Der geheimnisvolle Officer war wohl sehr engagiert. Was ihn wohl zum Torenanschlag geführt hat? Der Computer ist ordentlich eingestaubt, aber vielleicht finden wir ja doch was Nützliches. Es ist gerade ein Livestream im Stream. Voll gut. Okay, Champagner und Kaffee. Okay. Hacken. Das ist Inspektor Caitlin Lau. Ehemalige Frau Inspektor. Seit Albions Putsch. Die Polizei ist Geschichte. Die Polizei hatte die Beweise eh längst vernichtet. Alles zu Albion, Clan Kelly und den Anschlägen. Aber ich weiß, Mary Kellys Trottelbande steckte mit drin. Auch in anderen Verbrechen, die wir untersuchen können. Ich und einige Vertraute sind risikobereit. Wieder hinter Mary Kelly her. Ich werde es wohl nie lernen, was? Ja, du kannst mir gern sagen, so, das ist jetzt Mission 3 von so und so viel. Das kannst du mir gern sagen, dass ich so ein... Ich meine, das sagt ja zwar immer noch nicht so viel aus, ne, weil manche Missionen sind länger als andere, aber wenn ich dann weiß, okay, das ist jetzt Mission 3 von... Okay, 6 von 37. Aber haben wir doch ein bisschen was geschafft schon im ersten Stream. Dann sollten wir es auf jeden Fall schaffen, im September das Spiel zu beenden. Okay, das ist cool. Danke, Nico. Inspektor Caitlin Lau, Videolog. Clan Kelly und Albion haben einen Deal geschlossen. Ich kenne keine Details, aber es sieht nach Menschenhandel aus. Das European Processing Center ist Albions Sache. Seit den Anschlägen können sie Leute einfach von der Straße holen. Als illegale Einwanderer, DedSec-Aufrührer, was auch immer. Obwohl wir die wahre Gefahr kennen. Also Clan Kelly sammelt diese Leute ein, diese Migranten, Deportierten oder besser Opfer. Und sie bringen sie irgendwo hin. Aber wohin und wieso? Alles führt zur Boss-Lady selbst zurück. Ich wusste, sie hatte was damit zu tun, aber sie tat unschuldig. Es gibt nur eine Art, das durchzuziehen. Ständige Überwachung von Mary Kelly. Werde ich erwischt... Dann ist das mein letzter Eintrag. Aber ich muss sehen, was sie verbirgt. Mary Kelly. Der geheimnisvolle Officer war Inspektor Caitlin Lau. Klingt, als wäre Mary Kelly ihr weißer Wal und bei der Untersuchung stieß sie auf die Anschläge. Albion hat also mit Kelly-Gangstern zusammengearbeitet. Wieso überrascht mich das nicht? Anscheinend hat Zero Day bei allen widerlichen Sachen in London die Finger im Spiel. Alles führt auf sie zurück. Einschließlich Clan Kelly und Albion. Wir müssen etwas gegen diese Entführungen unternehmen. Inspektor Lau hat erwähnt, dass Albion ihren Teil der Operation vom EPC ausleiten. Detektive wie wir nennen das eine Spur. Kann ich mit der Spinne jetzt das Paket hier einsammeln? Oh. Das ist bestimmt noch nicht alles. Das heißt... Ich hab's gepackt. Ich hab's echt gepackt. Der Zack hätte dich nicht angeheuert, wenn du dich leicht umlegen lassen würdest. Verstehe. Das soll wohl ein Kompliment sein. An Bergs Geschwafel muss man sich erst gewöhnen, aber witzig ist es. Sehr gute Arbeit. Hier ist noch eine Textdatei. Das heißt, ich hätte einfach... Da, wo wir gestern waren... Diese Albion Clan Kelly Sache hat einen schalen Beigeschmack. Dalton Wolf, das ist der wir ganz am Anfang waren. Einfach nur Schulden gehabt.
Ich hätte also gestern, wisst ihr noch, als ich auf dem einen Dach war und nicht an diese Kiste, an die Technikpunkte gekommen bin? Das heißt, ich hätte dort einfach unsere Spinne hinwerfen können und die hätte das eingesammelt? Und wenn Caitlin Lau recht hat, drängt sich diese Info jetzt in die erste Reihe. Wir haben Grund zur Annahme, dass ein ehemaliger DEZ-Agent noch am Leben ist, aber vermisst wird. Im EPC. Angel Lopez, nicht aus London, aber ich werfe ihm das nicht vor. Andere durchaus. Angel blieb wohl bei der Einwanderungsbehörde stecken. Und so schräg das klingt, hat ihn das vor Zero Days DEZ-Säuberung gerettet. Seit den Anschlägen herrscht in London Fremdenfeindlichkeit. Albion nährt sie. So können sie jeden in ihr brutales Flüchtlingslager stecken. Wir müssen Angel finden, bevor man ihn als DEZ-Sek enttarnt. Das hier ist persönlich, Team. Aber seine Spur zu finden, bringt vielleicht etwas Licht in die Albion-Clan-Kelly-Verbindung. Okay, wenn er beim EPC ist, wird er wohl so bald nirgendwo hingehen. Aber wenn man den Ruf dieses Ortes bedenkt, wir sollten sehen, was wir tun können. Ich habe dir alles geschickt. Ich habe auch schon unserem Kontakt beim EPC Bescheid gegeben. Der kann dich reinbringen. Okay, ich bin weg. Wir sind nur müde? Hallo? So sicher? Ich frage mich, wie das passiert ist. Sind die einfach ineinander gerannt? Oder... Also wie genau jetzt? So, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Die haben sich hier einfach getroffen und gesagt, lass mal schlafen. Ja, okay, wir gehen mal weiter. Ich wollte eigentlich nur die Textdatei, aber die ist doch unter der Brücke. Ja, dann komme ich jetzt, glaube ich, nicht ran. Wir müssen über die Brücke. Das trifft sich ja gut. Oh, das ist der Krankenwagen. Oh. Aus dem Weg, ich habe einen dringenden Einsatz. Danke für Ihre Kooperation. In England wirklich so eine Sirene, die so wechselt? Hey, aus dem Weg! Nico direkt im Timeout. Hier ist es ein bisschen anstrengend. Ich glaube, das Problem ist, dass die... Kann das sein, dass die Emotes Großbuchstaben haben? Oder so? Upsi, ich glaube, da muss ich noch was einstellen. So viel Emotes waren es ja eigentlich nicht. Ja, haben sie. Okay, da muss ich die Grenze für Großbuchstaben ein bisschen hochsetzen. Jetzt auf die andere Seite. Du hast ja gesagt, die anderen beiden, die haben ich jetzt habe nur geschlafen. Ich habe mir Caitlin Laus Untersuchung mal genauer angesehen. Und es gibt da eine enorm hohe Zahl vermisster Personen rund ums EPC. Sie war da auf einer heißen Spur. Wir sollten unsere Kontaktpersonen finden. Sobald Albion herausfindet, dass Angel zu uns gehört, werden sie ihn ausquetschen. Die war doch sehr passend. Vor allem das Gesicht in der Mitte. Stromkasten in der Nähe. Sicherheitslaser verraten waren eine Position. Oh wow, das war ja richtig hohe Sicherheitsstufe. Kann ich den ablenken? Das kann doch nicht sein. Ich bin drin.
Naja, weil rein theoretisch schreibst du ja nur den Text in den Chat. Und es wird erst im Chat ja quasi alle Personen auf dem Gelände müssen zu jeder Zeit gültige zu einem Bild. Ich kann halt nicht beide ablenken. Das ist schwierig. Total bekloppt. Genau. Nein. Nein. Total bekloppt. Passt richtig gut auf. Vielleicht die. Merkwürdig. So kann ich die nicht ablenken hier eigentlich. Ich habe mit Bagley geredet. Ich habe mich schon um deinen Zugang gekümmert. Du kommst unbemerkt rein. Aber inoffiziell, klar? Ich will nirgendwo Spuren hinterlassen. Keine Sorge, ist alles gefälscht. Aber triff mich auf dem Dach. Das ist der einzige Ort hier, der nicht nach Pisse riecht. Ich habe Infos für dich. Muss ich mich eigentlich vor denen verstecken? Hallo, Julia. Das European Processing Center, deren Prozess sieht so aus, dass sie Deportierte einfärchen wie Vieh und sie dann vergessen. Aber hey, alles zum Schutz von London, nicht wahr? Ich hoffe, dein Montag war schön, Julia. Oder so schön, wie halt Montag sein kann, was Nico erst auch schon festgestellt hat. Okay, wir reden erstmal mit dem hier, mit dem wir reden sollen hier. Frischfleisch, hm? Willst du einen Drink? Gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass das aus einer Badewanne kommt. Hä? Keine Sorge. Die erlauben uns unsere kleinen Laster hier. Das hält uns ruhig. Okay, bleibt mehr für mich. Man darf nicht wählerisch sein. Ich habe hier schon Ärzte, Anwälte und Verkäufer gesehen. Hier drin ist jeder gleich. Was soll das heißen? Jeder von uns wird entmenschlicht. Wenn es nach den Leuten auf der Straße geht, ist die Stadt wegen uns so am Arsch. Diese Wichser können uns daher alles antun, was sie wollen. Ich verstehe. Und niemand tut etwas dagegen. Ach, wo ist Detzek, wenn man sie braucht? Entschuldigung? Ach, nichts. Bloß Tagträume. Ich brauch wohl noch einen Drink. Halte dich von den Albion-Pissern fern, Grünschnabel. Und bleib nach Möglichkeit von der Klinik weg. Wir gehen in die Klinik, würde ich sagen. Aber erkenne ich die Albion-Leute? Aber hier sind doch keine Albion-Leute drin, oder? Achso, das ist die Klinik. Da sollen wir uns ja fernhalten. Hier schläft noch jemand, Nico. Geht so, geht mir nicht so gut. Aber nun ja, ich schlafe einfach gleich ein bisschen, dann geht's schon besser. Oh nein. Falls es so erkältungstechnisch nicht gut ist, dann gute Besserung. Und wenn es einfach, weil scheiß Tag, dann auch gute Besserung. Morgen wird besser. Oh, wir können hier unten Dart spielen und Bier trinken. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Was ist hier los? Das hier ist schlimmer als ein Gefangenenlager.
Jeden Tag sehe ich hier Leute, die von ihrem Zuhause, von ihren Familien getrennt wurden. Aber ich bleibe lieber und beobachte alles. Vielleicht kann ich manchmal helfen, so wie jetzt. Was für ein Albtraum. Zahllose Menschen auf der Flucht vor Krieg, Verbrechen, Armut. Und hier sind sie. Keiner kümmert sich. Keiner ist verantwortlich. Ja, es sind auch schon Leute verschwunden. Laut den Akten wurden sie weitergeschickt, aber das kann nicht sein. Diesen Ort verlässt niemand. Und mit diesen Hyänen von den Kellys auf der Jagd bin ich nicht gerade optimistisch, dass ihnen hier irgendwer durchrutscht. Clan Kelly? Wie die allmächtige Mafia, die London fest im Griff hat, Clan Kelly? Stimmt. Also wegen dem, den du suchst. Am besten fängst du mit der EPC-Datenbank an. Sie führen Buch über jeden Neuankömmling. Und sei vorsichtig. Okay, ich schicke Julia. Den Standort der EPC-Datenbank Gute an Besserung. Optik. Ich glaube, ich verstehe. Ach, das ist hier im Gebiet. Gerade schon, wo ist der gelbe Punkt? Da hinten. Das ist ja voll das Dorf hier. Einfach ein Dorf für sich. So Slums. Saftarsch. Saftarsch. Ich wiederhole übrigens nur die Schimpfwörter, die im Spiel gesagt werden. Wir sind betrunken. Wie? Himmels Willen, ja, er ist betrunken. Knapp. Ja, geh voll in die Hose. Wo ist er denn hin? Zu Gemüse fällt mir echt nichts mehr ein. Abschluss nur mit einem Double. Wo, wenn ich überhaupt was treffe? Hör auf mit einem Double. Es ist nicht so einfach, wenn der betrunken ist. Geschafft! Yeah! Oh. Das nehme ich gern. Ich habe das Match gegen mich selbst gewonnen. Ja. Ich habe den Krankenwagen nicht gestohlen. Ich habe den ausgeliehen und dann woanders abgestellt. Gestohlen klingt so endgültig. Komm ich dorthin? Komme ich denn da hoch? Muss ich da außen rum? Das erkennt man hier auch nicht gut. Hier wird es eine Datenbank geben, in der wir nach Angel Lopez suchen können.
Das wird mir etwas zu heiß. Konzentration, Chat. Wir bleiben da einfach mitten im Weg hocken. Von wem werde ich denn entdeckt? Vom roten Licht? Schnell weg. Da drüben ist eine Schlüsselkarte. Es wäre schon gut, die zu haben. Warte mal. Das wollte ich nicht. Okay, von hier kriege ich den Schlüssel nicht. Ich muss den als Spinne rein theoretisch holen. Hat sie nicht gesehen. Ich habe nur die Besitzverhältnisse ein wenig geändert. Genau. Den brauchte ja bis dahin gerade kein anderer. Das ist ekelhaft. Hört ihr das? Das ist ungünstig. Nicht entkommen. Schottet sie ab. Ich habe aber den Schlüssel, oder? Den Schlüssel müssten wir fertig gedownloadet haben. Hui, da ist ja jemand.